von Carsten Siebel. Stand 22. November 2017. Lesedauer 6 Minuten. Die New Yorker Börse nach Handelsschluss. Die aktischen Zeitens in Vorbeiquelle. Pacific Air Redux live von der Börse. Verschwinden seit Jahren deutlich mehr Unternehmen als neue hinzukommen, denn sie brauchen diese inzwischen schlicht nicht mehr. Das wird jedoch zur Gefahr für Spieler und Anleger. Zum Handelsstart ihrer Unternehmen schwenken Vorstände mit kindlicher Freude die gusseiserne Glocke. Kurz darauf wird der große Saal der Frankfurter Wertpapierbörse zur Partysohn. So war es in diesem Jahr wie im Börsengang der Restaurantkette Vapiano, so war es beim Debüt der Lieferdienste Delivery Hero und Hello Fresh. Langgediente Händler fühlen sich in solchen Momenten an die Zeit um die Jahrtausendwende erinnert, als es fast täglich einen Börsengang gab, immer mit viel Tamtam, doch sie ist ein Zelten geworden, die Tage an den Enden Seil geklatscht wird, gegrillt und getrommelt. An den meisten Handelsstagen herrscht die Luft im Parkett, nicht nur, weil Aktien inzwischen fast ausschließlich elektronisch gehandelt werden, sondern auch, weil die Börse als Ort, an dem sich Unternehmen Kapital für den Baufonds, Fabriken oder die Übernahme von Konkurrenten besorgen, weitgehend ausgedient hat. Urheberrecht Welten 24 GmbH, alle Rechte vorbehalten. Der Chef Theodor Weimer White Carsten Kengitter 2018 an das PC der deutschen Börse ablösen. Seine Berufung zerstört jedoch alle Hoffnungen auf einen echten Neuanfang. George Soros beendet sein Crash-Wetten gegen den US-Aktienmarkt. Die Investorenlegende scheint sich schlichtweg verirrt zu haben und agiert mit wenig Vertun. Nun muss er sich offenbaren. Bislang galten Kennziffern zur Ertragskraft und Substanzwert als gute Anhaltspunkte, doch sie greifen zu kusch. Heute kommen noch Einschätzungen von Digitalisierungserfolg und Wachstumstempo hinzu. David Svensson verwaltet das Vermögen der Reale Universität. Sein Ansatz revolutionierte das Vermögensmanagement und wurde zum Maßstab der Branche. Eine Lektion können auch Kleinanleger von ihm lernen. Das Quartalsergebnis der Deutschen Bank hat sich verdoppelt, aber zu welchem Preis? Der Börsenstrategin Ulrich Hanke hat mal genauer hingesehen. Eine starke Woche liegt hinter uns. Der Ölpreis klettert auf einen Zweijahreshoch. Die Wirtschaftsweisen heben ihre Prognosen für Deutschland kräftigen. Der Börsenstratege Oliver Ritt mit einem Rück- und Ausblick. Chinesische Internetgiganten wie Tencent, Baidu oder Alibaba dürften bald auch die großen US-Tech-Firmen mächtiger einheizen. Eins dieser Unternehmen hätte sogar und Facebooks Börsenwert überholt. Nach dem Scheitern von Jamaika herrscht Unsicherheit. Nichts ist Börsianern mehr verhasst. Doch der Euro sagt nur kusch und der DAX dreht sogar ins Plus. Für die erstaunliche Reaktion gibt es Gründe.